So, die Mikros funktionieren allesamt schon so. Dementsprechend würde ich sagen, schönen guten Morgen, herzlich willkommen zur Pressekonferenz bzw. zum Pressegespräch heute hier bei uns in Strullendorf in der Trainingshalle. Für diejenigen, für die es das erste Mal hier ist, wir können anschließend auch gerne noch eine kleine Führung machen, aber das Wichtigste vorneweg, das ist das heutige Pressegespräch. Ich darf Ihnen die Teilnehmer vorstellen. Zu Ihrer zweiten von rechts unser Aufsichtsratsvorsitzender Michael Stoschek, daneben der Präsident Norbert Sieben, ganz außen Oberbürgermeister Andrea Starke und zu meiner Rechten und auch zu Ihrer Rechten unser Geschäftsführer Philipp Höhne. Das erste Wort, ich mache es kurz, das hat Herr Stoschek. Bitte schön. Sie wollten noch ein paar technische Hinweise geben. Dann wollten wir erwähnen, also dass der Text den Herrn vorliegt. Genau, der Text wird ausgeteilt. Wollen wir jetzt gleich machen? Würde ich gleich machen, dann brauchen Sie dann nicht gerne einmal durch die Runde geben. Es wird anschließend, aber auch das haben wir im Vorfeld eigentlich schon geklärt, keine Einzelinterviews geben, sondern wenn Fragen sind, dann stehen die Herrschaften allesamt gemeinsam hier am Podium zur Verfügung. Und wenn keine Fragen mehr sind, dann ist das Pressegespräch beendet. So, jetzt Herr Stoschek, bitteschön. Warten wir doch mal, wie ist es? Eine Dame mal. Ja, meine sehr geehrten Herren Vertreter der Medien, meine Herren, der Titel meines Textes heißt Chance für einen Neuanfang. Und gemeint ist diesmal nicht ein sportlicher Neuanfang, sondern ein gesellschaftsrechtlicher Neuanfang. Wie Sie seit über einem Jahr wissen, muss die Bose-Gruppe nach 10 Jahren ihre Rolle als Alleingesellschafter der Bamberger Basketball GmbH am Ende der Saison aufgeben. Und dies wiederum bedeutet, dass wir neue Gesellschafter benötigen, die unsere Anteile übernehmen, damit die Gesellschaft fortgeführt werden kann. Die Satzung der Bose-Gruppe lässt die Führung einer Sportgesellschaft nicht zu. Und auch der Name Bose Bamberg ist ein Problem. Er sorgt für Verwirrung. Bose Bamberg ist nämlich ein wesentlicher Teil unserer Firmenorganisation für den Standort hier in Franken, unseres Automobilzulieferunternehmens. Der Verzicht, meine Damen und Herren, auf das Namensrecht des Teams eröffnet gleichzeitig die Chance, einen neuen Teamsponsor mit entsprechenden Leistungen zu gewinnen. Bis ein solcher gefunden ist, könnte die Mannschaft, wie wir das gerade in Würzburg erleben, zum Beispiel Bamberg Baskets heißen. Meine Damen, meine Herren, das Unternehmen Brose und seine Gesellschafter persönlich haben in den vergangenen Jahren rund 85 Millionen Euro in den Bamberger Basketball investiert. Ich meine eine doch beachtliche Dimension, die wir uns aufgrund der augenblicklichen wirtschaftlichen Situation in der Automobilzulieferindustrie kaum mehr vorstellen können. Durch diese Leistungen und insbesondere durch die Arbeit von Herrn Höhne in den letzten Jahren haben wir jetzt eine wirtschaftlich gesunde Gesellschaft. Und diese Gesellschaft steht, wie ich meine, inzwischen auch sportlich gut da. Unser Sieg am Samstag gegen den Tabellenvierten aus Oldenburg war für mich kein Zufall.
Trotzdem müssen wir den Übergang schaffen, um ihn erheblich zu erleichtern, haben die Gesellschafter von Bose beschlossen, ihre Anteile für den symbolischen Preis von 1 Euro an die neuen Gesellschafter abzugeben. Ich meine, eine sehr großzügige Geste. In Verbindung mit der Aufgabe unserer Geschäftsanteile werden mein Sohn und ich aus dem Aufsichtsrat ausscheiden. Aber die Zeit drängt. Ich sehe ein Zeitfenster von circa 4 Wochen, in dem wir neben den vorhandenen 3 Interessenten für die Übernahme der Anteile noch weitere begeisterte, potente und engagierte Partner suchen müssen und gewinnen wollen, die den Bamberger Basketball in die Zukunft führen. Und das ist auch der Sinn der heutigen Pressekonferenz, diesen Aufruf noch mal deutlich zu machen. Es gibt eine weitere gute Nachricht, nämlich die, dass für den Fall der Fortführung der Bamberger Basketball GmbH über Saisonende hinaus Rose auch in den nächsten Jahren als Hauptsponsor zur Verfügung stehen will. Meine Herren, neben den angesprochenen materiellen Werten hat der Bamberger Basketball, wie ich meine, ganz besondere immaterielle Werte. Und das sind neben den sportlichen Erfolgen der Vergangenheit, wir waren ja immerhin 9-mal deutscher Meister, 6-mal Pokalsieger, wobei der letzte 2019 gar nicht so lange her ist. Aber das immaterielle Gut sind für mich vor allen Dingen die großartigen Fans, die in Bamberg den Basketball unterstützen. Und zwar, wie Sie wissen, nicht nur in guten, sondern auch in schwierigen Zeiten. Am Samstag haben Sie die Aktion des Südblocks erlebt. Ich glaube, das war ein Beispiel für eine unglaubliche Unterstützung und das Herzblut, was Bamberger Fans hier immer wieder zeigen. Ich bin allerdings der Meinung, und das will ich zum Schluss doch deutlich sagen, dass der Begriff Freak City sich nicht nur auf die Fans, sondern auf die gesamte Bamberger Gesellschaft übertragen lassen muss. Und hier sehe ich einen deutlichen Handlungsbedarf. Ich erwarte ein deutlich größeres Engagement von Seiten der Bamberger Wirtschaft, von Seiten des Bamberger Stadtrats und auch von Seiten der Bamberger Stadtverwaltung. Für mich ist es schwer nachzuvollziehen, dass zum Beispiel unser oberfränkischer Liga-Konkurrent Bayreuth eine stärkere regionale, wirtschaftliche und öffentliche Unterstützung erhält als der Basketball hier in Bamberg. Insofern sehe ich auch hier die Chance für einen Neuanfang. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Michael Stoschek. Wir sammeln die Fragen und dann, nachdem jeder sein Statement abgegeben hat, dann feuerfrei von euch. Deswegen würde ich jetzt das Wort gerne weitergeben an unseren Präsidenten, an Norbert Sieben. Vielen Dank. Ja, ich bin am Begründen. Ich bin als Präsident zum Jahresende zurückgetreten, weil ich der Meinung bin, dass eine junge, dynamische Sportart eine junge, dynamische Führung braucht. Da weder mein Alter noch meine Dynamik diese Bedingungen erfüllen, habe ich mich für diesen Schritt entschieden, um jüngeren Kräften den Weg frei zu machen. Meine Begeisterung für die Sportart Basketball bleibt dennoch ungebrochen. Die Erinnerung an 7 deutsche Meisterschaften seit 2010 erfüllen mich mit großer Freude.
Ich möchte mich bedanken, hauptsächlich bei Michael Stoschek und seiner Familie und der Firma Brose, die durch ihr Engagement diese Erfolge weitgehend ermöglicht haben. Auch den treuen Fans gehört großer Dank, die die Mannschaft in guten wie in schlechten Zeiten unterstützt haben. Ich wünsche dem Bamberger Basketball, den dafür verantwortlichen Personen, der Mannschaft und den treuen Fans viel Erfolg. Danke. Vielen Dank, Norbert. Auch von meiner Seite jetzt hier ganz persönlich vielen herzlichen Dank für das, was du geleistet hast. Und ich gehe davon aus, der Dank wird von Philipp Höhne ebenfalls nochmal ausgedrückt. Philipp, bitteschön. Ja, nachdem du es angesprochen hast, Thorsten, erst hallo miteinander. Natürlich auch mein großer Dank, aber vor allem auch mein Respekt an Norbert Sieben. Norbert hat hinter den Kulissen den Bamberger Basketball nicht nur erst gerettet damals, sondern er hat ihn auch geprägt. Er war für mich hier von der ersten Sekunde an ein ganz wichtiger Ratgeber und wird es natürlich auch weiterhin bleiben. Wir werden ihn in Kürze in der Brose Arena verabschieden. Wir planen, das direkt vor dem Spiel gegen Bayern München zu machen. Herr Stoschek wird auch mit dabei sein natürlich, so wie es auch gehört. Das Amt des Präsidenten werden wir jedoch im Zuge der Neuaufstellung nicht mehr nachbesetzen. Ich habe jetzt gerade eben über Respekt gesprochen. Ich muss aber auch sagen, dass das Wort Respekt für das, was die Firma Brose in den vergangenen Jahren für den Bamberger Basketball, aber auch für den Sport allgemein geleistet hat, ich glaube, da ist das Wort Respekt kein adäquater Begriff, denn es ist einfach zu schwach. Brose war und ist ein einzigartiger Sponsor und Eigentümer, der den deutschen und europäischen Basketball herausragend geprägt hat und ein Synonym für Erfolg wurde. Deshalb bedanke ich mich stellvertretend hier namentlich bei Herrn Stoschek, aber natürlich auch bei den Brose-Gesellschaftern für das, was sie hier ermöglicht haben. Ich glaube, das ist beispiellos im Basketball und ja, man kann einfach nur stolz sein auf das, was erreicht wurde. Jedoch, und das wahrscheinlich Beste an dieser ganzen Sache ist, dass die Geschichte weitergehen kann. Denn Brose, das hat Herr Stoschek ja gerade gesagt, würde uns auch weiterhin als Hauptsponsor unterstützen, insofern wir einen neuen Gesellschafterkreis finden. Brose gibt dazu das Recht des Namenssponsors frei, was für uns ein zusätzliches Erlöspotenzial bedeutet und was mit Sicherheit nicht selbstverständlich ist. Für mich ist es deshalb weder ein Reset, wie wir es früher gehört haben, es ist für mich eher neudeutsch gesagt ein Relaunch, denn es werden bestehende Strukturen und das Erscheinungsbild verändert, aber die wichtigen Pfeiler in der Organisation bleiben weiterhin bestehen und erhalten, wie zum Beispiel das angestellte Personal, egal ob im Sportlichen oder in der Geschäftsstelle, wo ja doch eine hervorragende Arbeit geleistet wird. Zum Thema neuer Name werden wir uns in Kürze äußern. Ich habe gestern ganz kurz mit Radio Bamberg auch schon gesprochen. Das ging jetzt alles sehr, sehr schnell. Die sind als unser Medienpartner an unserer Seite und werden uns da auch unterstützen bei der Ideenfindung. Wir werden da ein bisschen auch auf die Schwarmintelligenz setzen und jeden Bamberger oder beziehungsweise jeden Zuhörer einladen, da auch Vorschläge einzubringen. Und dann gucken wir mal, was dabei rauskommt. Wir haben ein paar Gedanken dazu, möchten aber auch einfach mal ein bisschen, wie soll ich sagen, unvoreingenommen an die Sache herangehen. Dieser Relaunch, beziehungsweise wie Herr Stoschek gesagt hat, der Neuanfang, ist natürlich eine große Herausforderung für die Gesellschaft und wir werden wirklich große Unterstützung seitens der Sponsoren, der Fans und auch der Stadt Bamberg benötigen. Ich glaube jedoch, dass sich diese Mühen auf jeden Fall lohnen werden, denn am Ende steht der Erhalt und die Fortführung des Basketballstandorts Freak City, des Basketballstandorts Bamberg und da freue ich mich auf jeden Fall darauf, das mitzugestalten. Philipp Höhne, besten Dank. Das Wort ergeht an den Oberbürgermeister der Stadt Bamberg, Andreas Starke. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, heute wird ein neues Kapitel in der erfolgreichen Geschichte des Bamberger Basketballs aufgeschlagen. Und bevor ich das kommentiere, was gerade auch Herr Stoschek ausgeführt hat, will ich dreifachen Dank sagen. Und zwar nicht nur im Rahmen meines Amtes, sondern auch als Herzensangelegenheit, dass ich mich dreifach bedanke. Einmal bei der Unternehmensgruppe Brose für das langjährige, nachhaltige und sehr intensive Sponsoring und die Unterstützung, die auf vielen Ebenen dem Bamberger Basketball zugute gekommen ist. Deswegen danke an alle Gesellschafter der Unternehmensgruppe Brose. Den zweiten Dank möchte ich an Sie persönlich richten, Herr Stoschek, für Ihre ungeheures Engagement, das Sie für den Bamberger Basketball eingesetzt haben. Die Erfolge, die Sie gerade aufgezählt haben, sind ganz eng mit Ihrem Namen verbunden und das wird auch unvergessen bleiben. Dank sage ich auch an den Präsidenten, an Herrn Norbert Sieben. Wir kennen uns ja noch aus juristischen Bezügen. Er war Richter, ich war Anwalt.
Und da kenne ich seine integrative Kraft, die er dann auch danach dem Bamberger Basketball zur Verfügung gestellt hat. Auch Dankeschön dafür. Ich sprach vorhin von einem neuen Kapitel, das aufgeschlagen wird für den Bamberger Basketball. Und in der Tat hat Basketball ja nicht nur die neuen Meisterschaften und die 6 Pokalsiege verursacht, sondern unserer Stadt, der Welterbestadt Bamberg, einen zusätzlichen Imagegewinn verschafft. Wenn wir das nicht, es geht hier nicht nur um die Bekanntheit, sondern es geht auch um die Beliebtheit. Es geht auch um die Sympathiewerte, die der Bamberger Basketball ja nicht nur national, sondern auch international weiter transportiert hat. Und das ist, glaube ich, gar nicht hoch genug einzuschätzen, wenn man eine Werbeagentur damit beauftragen müsste, das Image einer Stadt zu verbessern und die Instrumente dafür neu zu entwickeln, ist das, glaube ich, mit Geld kaum zu bezahlen. Deswegen ist das, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Wert, der hier geschaffen worden ist für die Stadt Bamberg. Wenn das neue Kapitel jetzt aufgeschlagen wird und wir brauchen auch neue Gesellschafter, dann sehe ich natürlich auch die Stadt Bamberg, auch mich persönlich in der Verantwortung. Und wir werden nach Kräften dazu beitragen, dass diese neuen Strukturen auch erfolgreich umgesetzt werden. Ich werde auch mein Netzwerk nutzen, um bei der Suche behilflich zu sein. Ich bin davon überzeugt, dass wir bei dem Abschluss eines Mietvertrages oder Gastronomievertrages für die Halle eine gute Regelung finden, einen Interessenausgleich zustande bringen werden, damit die Infrastruktur und die Rahmenbedingungen für den Bamberger Basketball auch in Zukunft gut sein werden. Auch das sehe ich als Aufgabe der Stadt. Ich bin überzeugt davon, dass die Fans auch ihre Ideen liefern werden, wenn es jetzt darum geht, den neuen Namen auch mit Leben zu erfüllen. Ich glaube, dass darin besteht auch eine große Chance, dass wir hier möglichst viele Gruppen auch beteiligen, um eine neue Struktur und einen neuen Namen und auch neue Gesellschaften zu finden. Insofern nochmal herzlichen Dank an die Akteure und sehe mit dieser Zuversicht auch das neue Kapitel an. Andreas Starke, besten Dank. So. Soweit die Statements vom Podium. Jetzt geht's an Ihre Fragen. Und dazu darf ich einmal durchs Bild rennen. Ich würde Sie bitten, derjenige, der Fragen hat, sich gerne vorzustellen mit Namen und Medium und dann einfach frei drauf los. Wer möchte beginnen? Sebastian Gloser, Nürnberger Nachrichten. Herr Stoschek, die Entscheidung ist ja nicht erst gestern gefallen, aber trotzdem, wenn Sie auch noch mal so ein bisschen jetzt wahrscheinlich ja Bilanz gezogen haben und auch vielleicht an frühere Jahre gedacht haben, wie viel Wehmut kommt auf bei den Gedanken an die erfolgreichen Jahre, wie viel Traurigkeit steckt drin, dass das Kapitel zwar noch nicht komplett zu Ende geht, aber doch ein ganz anderes Kapitel beginnt? Wehmut ist ein Begriff, der sehr nach hinten gerichtet ist. Es ist im Sport halt wer längere Zeit die Entwicklung von Sportvereinen verfolgt, ist die wechselnde Geschichte eigentlich häufiger als die Konstante zu erleben. Also insofern, wir hatten eine extrem erfolgreiche Phase, wie Sie alle wissen, wo alles zusammenpasste. Trainer, Sportdirektor, Situation unserer Wettbewerber. Und das war natürlich eine großartige Phase, von der wir alle noch zehren und die uns natürlich den Schwung auch in die Zukunft geben soll. Und ich sehe das in den letzten Wochen, insbesondere durch den neuen Point Guard, die Mannschaft sehr viel stabiler und konsequenter zusammen agiert. Und letztendlich ein Sportverein ist ja dazu da, um sportliche Erfolge zu erreichen. Und da haben wir sicherlich einen großen Weg vor uns. Aber wir sind nicht allzu weit, wenn ich es mal von den Playoff-Plätzen entfernt. Und dann schauen wir, wie es weitergeht. Also insofern muss man einfach hoffen, dass die Kombination von neuen engagierten Gesellschaftern und einer guten Performance-Entwicklung unserer Mannschaft
ein Weg in die Zukunft gefunden wird. Also insofern nicht Wehmut, sondern einfach Akzeptanz natürlich auch der wirtschaftlichen Situation in unserer Branche, dass wir das auch materiell in der Dimension natürlich nicht mehr verantworten können, aber insbesondere eben die Führung einer Sportgesellschaft bei uns satzungsmäßig nicht möglich ist. Dankeschön. Weitere Fragen? Dirk Frostl, TV Sport. Vermute, die Frage wird am besten an Philipp Höhne gehen. Der Brandwechsel, ich nenne es einfach mal Brandwechsel, der würde dann quasi zum nächsten Bilanzjahr stattfinden, also ab 1.7. Und Frage 2, Philipp, kannst du sagen, ob es ab dem 1.7. weiter Basketball in Bamberg geben wird? Davon gehe ich schwer aus, weil ich meine, das ist ja auch das, worum wir hier sitzen. Herr Stoschek hat es ganz klar gesagt, wenn wir neue Gesellschafter finden, einen neuen Gesellschafterkreis, dann wird es diese Übertragung der Anteile geben für diesen symbolischen Preis von 1 Euro. Gibt natürlich ein paar Nebenbedingungen, aber die brauchen wir hier jetzt nicht aus, also die haben nichts in der Öffentlichkeit zu suchen. Es gibt auch Interessenten von Gesellschaftern, mehr sind immer gut und ich bin schon zuversichtlich, dass wir das auch hinbekommen werden. Dann hier vorne, Peter Seidel. Ja, Peter Seidel, Fränkischer Tag, guten Morgen. Herr Stoschek, Sie haben gesagt, Sie sehen sich etwas unter Zeitdruck in Sachen Gesellschaftsübergang. Die nächsten 4 Wochen wären da entscheidend. Warum dieser Zeitdruck jetzt? Das ist kein Zeitdruck. Wir haben im Dezember 2021 bekannt gegeben, dass wir also unsere Rolle als Alleingesellschafter zum Ende dieser Saison durchführen müssen. Der Zeitdruck kommt nicht von uns. Ich meine, wir haben das sehr frühzeitig gesagt und ich wollte jetzt nur noch mal daran erinnern, dass wir innerhalb der nächsten 4 Wochen eine Klarheit haben müssen, damit dieses Projekt so realisiert werden kann, wie vor über einem Jahr bekannt gegeben. Ich möchte hier noch was ergänzen. Es ist natürlich auch vollkommen klar, dass es jetzt langsam auch Entscheidungen gibt, die auch die neue Saison dann schon betreffen. Also Herr Stage hat gerade über einen Catering-Vertrag gesprochen, über einen Mietvertrag. Es wäre schon ein bisschen sonderbar, wenn Gesellschafter oder der Gesellschafter quasi für die Zukunft entscheidet und damit dann eigentlich als Gesellschafter gar nichts mehr zu tun hat. Das heißt, es ist auch für uns jetzt, wenn wir über Verträge sprechen, auch Spielerverträge, logischerweise sprechen, die jetzt so langsam auch wieder losgehen mit Verlängerungen, dann muss man da schon Klarheit haben, mit wem man da einfach dann auch spricht. Deswegen ist dieser Zeitraum 4 Wochen. Um Klarheit zu haben, auf jeden Fall auch für mich sinnvoll als Geschäftsführer, um das natürlich dann mit den Gesellschaften abzustimmen, mit den Neuen. Guten Morgen auch von mir, Martin Fünkel von der BIC. Herr Stoschek, was wünschen Sie Ihrem Nachfolger? Was muss er mitbringen, außer den symbolischen 1 Euro? Ja, also nicht ein Nachfolger. Ich hoffe natürlich, dass wie in anderen Sportvereinen oder auch Basketballvereinen mehrere interessierte Gesellschafter diese Rolle übernehmen und sich identifizieren, insbesondere aus der Region. Wir haben in den letzten Jahren oft über das Thema Bamberger Weg gesprochen. Das sind alles Worte, die jetzt mal mit Taten erfüllt werden müssen. Und das sehe ich als die größte Herausforderung, dass jetzt mal aus der Region Aktivitäten kommen. Und es ist sicherlich eine Umstellung, aber auch eine notwendige, sich nicht einfach immer nur auf Bose und Stoschek zu verlassen. Jetzt müssen mal andere an die Front und Verantwortung übernehmen. Herr Höhn, Sie haben schon angesprochen, es gibt zumindest jetzt schon 3 Kandidaten. Wollen Sie keine Namen nennen, aber so grundsätzlich, was ist so das Anforderungsprofil? Was ist gesucht? Ich habe zum Thema 3 Kandidaten nichts gesagt, sondern es war Herr Stoschek. Ich äußere mich nämlich zu dieser Angelegenheit quantitativ gar nicht. Aber unabhängig davon, es gibt wesentlich mehr Kandidaten, aber es gibt eben sehr konkrete Gespräche auch logischerweise schon. Anforderungsprofil, also zum einen, Herr Stoschek hat es gerade gesagt, ich finde einen regionalen Bezug auf jeden Fall sehr sinnvoll. Idealerweise auch Gesellschafter, die sowieso schon als Sponsoren über einen längeren Zeitraum hier aktiv waren, die einfach den Bamberger Basketball kennen und den auch einfach im Guten fortführen wollen. Also ich möchte jetzt nicht irgendwie
Gesellschafter sehen, wobei ich bin Geschäftsführer, ne? Es ist eigentlich ein Gesellschaftsthema, das ist ganz wichtig. Ich unterstütze quasi die Firma Brose als Vermittler, als Lobbyist oder wie auch immer man das nennen möchte. Aber wenn ich natürlich jetzt als von meinen Wunschgesellschaftern spreche, dann möchte ich da schon welche haben, die auch eine gewisse Bamberger Identität erhalten. Also ich möchte jetzt nicht irgendwo so ein Anhängsel sein von irgendeinem großen Sportvermarkter, der uns da irgendwo als Farmteam oder als Durchlauferhitzer für irgendwelche Top-Talente sieht. Ich glaube, solche Angebote habe ich jetzt zuhauf bekommen. Das ist aber nicht das, was den Bamberger Basketball auch zeichnen soll. Wir müssen eine sportliche eigene Identität entwickeln und da glaube ich, dass ein regionaler Sponsor oder zumindest jemand, der hier mit der Region sehr eng verbunden ist, auf jeden Fall am meisten Sinn macht. Und in diese Richtung gehen auch die tiefergehenden Gespräche, die wir jetzt bisher geführt haben und die mich da auch sehr optimistisch stimmen, dass wir das hinkriegen werden. Weitere Fragen? Sebastian Gloser nochmal. Haben wir über das Anforderungsprofil gesprochen und von drei, die konkret interessiert sind. Es gab ja diesen Versuch im Prinzip schon mal 2020. Da hat es, glaube ich, daran gescheitert, dass die künftigen Gesellschafter den internationalen Weg des Clubs nicht mitgegangen wären. Ist das weiterhin ein Grundkriterium sozusagen, um einzusteigen, dass Brose Bamberg oder wie der Verein dann heißen wird, auch weiter international vertreten ist? Ehrlich gesagt, ich kann zu den Gesprächen von damals nicht sagen. Ich glaube, die Konstellation ist auch ein bisschen anders. International oder nicht international, ich glaube, das ist in dem Fall nicht wirklich relevant. Ich glaube, dass wir das, was wir jetzt bisher gemacht haben, auch so weiterführen würden. Wir würden jetzt auch an dem Spielbetrieb so weitermachen. Und ich glaube, was ganz, ganz wichtig ist, wir wollen den Weg hier fortführen. Wir wollen jetzt hier nicht irgendwie alles auf den Kopf stellen, alles neu aufbauen. Wir reden hier nicht über Halbierung des Etats oder was auch immer, sondern wir wollen mit dieser soliden Basis, die ja jetzt geschaffen wurde, auch dank Brose, wollen wir einfach weiterarbeiten. Ja, und ich glaube, das war das, was es in dieser damaligen Gesellschaft der Gruppe, was damals nicht so ganz zueinander gepasst hat. Also ich meine, jetzt spreche ich mal für Herrn Stoschek wahrscheinlich aus Brose-Sicht. Brose ist trotzdem als Hauptsponsor aktiv. Das heißt, die wollen natürlich auch auf einem gewissen Niveau spielen, behaupte ich jetzt einfach mal. Und ich glaube, soweit ich das damals als externer Beobachter mitbekommen habe, wäre das mit dieser Gesellschaftergruppe damals nicht möglich gewesen. Ich meine vielleicht, Sie haben mich nicht gefragt, aber ich will gerne dazu vielleicht Folgendes sagen. Die Frage, auf welchem Level man spielt, erste, zweite Bundesliga, national, international, ist ja letztlich eine Budgetfrage. Ja, und wenn es in Zukunft gelingt, ein Budget auf die Beine zu stellen, mit dem man international mitspielen kann, wäre es ja völlig irrational, das nicht auszunutzen. Also die Stimmung in Bamberg und bei den Fans hängt natürlich und auch von Sponsoren logischerweise massiv davon ab, auf welchem Level man agiert im Sport. Und da ist natürlich international trotz aller Belastungsthemen und natürlich auch Zeitproblemen und was auch immer, jetzt sieht man den Spielplan aktuell, ist ja auch ganz verrückt. Schon wieder. Aber trotzdem ist es natürlich eine Auszeichnung für einen Sportclub, sich international präsentieren zu können. Was nur sein muss und was ich dem Bamberger Basketball in Zukunft wünsche, dass er sportlich halt mindestens auf dem Level spielt, wie er da ist. Und das haben wir jetzt ein paar Jahre lang nicht. Das ist eigentlich für mich das Ärgerliche, als Unternehmer gesehen, ne? Dass man sagt, also muss mit seinen Mitteln natürlich schon das Sportliche auf den Boden kriegen, was man in der Kasse hat. Da haben wir ein Stück Nachholbedarf an der Stelle. Deswegen hoffe ich, dass wir jetzt schnell mal in die Playoffs kommen und da zeigen, dass wir da auch hingehören. Weitere Fragen? Anschlussfrage? Sie haben gesagt, es gibt von Ihrer Seite keinen Zeitdruck. Sie haben die Entscheidung ja eben schon vor einem Jahr sozusagen, ja, oder etwas mehr als einem Jahr mitgeteilt. Ist das trotzdem heute auch nochmal so eine Art vielleicht Hilferuf, dass bisher nur drei konkrete Interessenten da sind, dass es einfach noch mehr braucht? Oder wie darf man es verstehen? Also ich sehe das schon so. Ganz klar, die Zeit läuft davon. Und ich hätte mir gewünscht, dass wir früher
sozusagen den Sack hätten zumachen können mit entsprechend einer Anzahl von Interessenten und aus der Region. Und deswegen ist nochmal diese klare Veranstaltung von mir gewünscht, dass wir jetzt wirklich zum Saisonende das umsetzen können, was wir so frühzeitig bekannt gegeben haben. Sie haben das Thema angesprochen vor einigen Jahren. Da wäre ein unglaublicher Zeitdruck da gewesen. Da hätte man innerhalb weniger Wochen im Prinzip entscheiden müssen, ob die Gesellschaft fortgeführt wird oder aufgelöst werden muss. Und genau das wollten wir diesmal vermeiden und haben deswegen vor über einem Jahr gesagt, wir werden am Ende dieser Saison als Gesellschaft dann nicht mehr zur Verfügung stehen. Warum das sich so verzögert hat, kann ich jetzt nicht beurteilen, will ich auch nicht bewerten, aber es ist jetzt Dampf auf dem Kessel. Das muss ich ganz klar sagen. Aber Hilferuf hört sich so negativ an. Es ist eine erneute Aufforderung. Ja, ja, aber es muss ja ein bisschen... Nee, ich glaube, was aber schon... Also Hilferuf finde ich auch jetzt ein bisschen übertrieben, aber ich möchte natürlich auch nicht, dass mir im Nachhinein dann jemand sagt... Hätten Sie uns mal gefragt oder hätten Sie uns das mal früher gesagt, wie es dann immer so häufig ist. Ne? Also wir sind gerade dabei, eben einen neuen Gesellschafterkreis aufzubauen. Wir haben konkrete Interessenten. Wie gesagt, ich rede nicht über Zahlen. Interessenten sind es wesentlich mehr, aber wir reden über konkrete Interessenten. Und jetzt ist eben eine Chance einzusteigen. Und jetzt sind die Fakten alle auf dem Tisch. Brose hat ganz transparent gesagt, was die Bedingungen sind und was auch die Folgen wären. Und ich glaube, jetzt kann jeder für sich abwägen, macht es jetzt Sinn, möchte jemand auch diesen Bamberger Basketball mitgestalten oder nicht. Und ich glaube, eindeutiger geht es nicht. Und ich glaube, auch 4 Wochen sind da ein sehr langer Zeitraum, um einfach konkret zu sprechen. Sie haben gesagt, der Etat wird nicht halbiert sozusagen jetzt erstmal, solange Borussia auch als Hauptsponsor weiter da ist. Das heißt, unabhängig von denen, die jetzt einsteigen, ist der Etat ungefähr auf dem Level, auf dem er sich jetzt bewegt, auch für die nächsten 2 Jahre gesichert? Oder? Nee, ich habe das in einem anderen Zusammenhang gesagt. Ich habe gesagt, dass damals stand sowas im Raum. Wie gesagt, mein Bestreben ist es ja, ich habe ja gesagt, ich möchte personell nicht wirklich etwas verändern, weil wir haben in der Geschäftsstelle herausragende Mitarbeiter. Ich glaube, dass die Arbeit, die Mitarbeiter leisten, viel zu selten wertgeschätzt wird, weil das viel zu häufig mit dem Sportlichen vermischt wird. Wir sind im sportlichen Bereich sehr gut aufgestellt und letztendlich macht das den Etat dann auch aus. Ja? Und ich versuche natürlich, das weiterzuführen. Also es wäre jetzt ein Wahnsinn, wenn ich jetzt sage, wir müssen hier alles auf den Kopf stellen und alles neu beginnen. Wir müssen auf jeden Fall an Stellen drehen. Wir müssen an Kosten auch drehen. Herr Stage hat es vorhin angesprochen, da gibt es verschiedene Entscheidungen, die einfach im Raum stehen. Aber ich möchte jetzt hier nicht irgendwie, und das gehört eben zu einem Reset, hier irgendwelche Verträge irgendwo kündigen müssen und alles neu aufsetzen müssen. Ich frage noch eine und dann gebe ich eine noch? Okay, eine ist noch. Jetzt ist er aber schon verschwunden aus meinem Kopf. Wir haben gesagt, es gibt auch Interessenten, die tatsächlich vielleicht sich Bamberg als Farmteam oder Durchlauferhitzer vorstellen könnten. Woher kommen diese Anfragen, ohne die vielleicht konkret zu nennen? Aber die kommen aus dem nationalen und internationalen Bereich. Also letztendlich reden wir da in erster Linie von großen Agenturen, von Sportvermarktern. Weitere Fragen? Herr Stoschek, Sie haben gesagt, dass die Firma Brose als Hauptsponsor weiterhin zur Verfügung stehen würde, wenn die Gesellschaft weitergeführt wird. Im gleichen Maß Umfang als Hauptsponsor wie in den vergangenen Jahren oder werden die Zuwendungen der Firma etwas gekürzt? Wir werden unser Budget zurücknehmen müssen, das ist klar. Also nicht im gleichen Umfang, aber immer noch so deutlich, dass wir klar Hauptsponsor sind. Es sei denn, wir bekommen mit einem neuen Naming-Right-Sponsor jemanden, der uns ablöst an erster Stelle. Da sind wir durchaus dankbar dafür. Das ist aber ja auch der einzige Grund, wo Sie nicht gewinnen wollen dann. Ja, ja, klar. Ja. Nein, es macht ja auch Sinn natürlich, dass wenn wir den Namen ändern, dass dann ein Unternehmen, das sich eben mit dem Sport verbindet, mit dieser prominentesten Gegenleistung, das ist nun mal der Name des Teams, ja, gewonnen werden kann. Und deswegen stellen wir das zur Verfügung.
In Nürnberg scheint es 2 oder 3 Seiten morgen in der Zeitung für uns zu geben. Der Kollege Gloser hätte noch eine. Sie haben gesagt, Sie wollen ja alles auf den Kopf stellen. Ist es trotzdem so, dass man vielleicht, wenn man dann auch das Budget noch mal etwas reduzieren müsste, auch tatsächlich darüber nachdenken muss, einen anderen Ansatz zu verfolgen? Es wurde schon angesprochen, natürlich sind gewisse Erwartungshaltungen da von den Fans, vom Umfeld, von Sponsoren, die sich seit Jahren einbringen oder seit Jahren in die Arena kommen. Gibt es trotzdem die Überlegungen, sich da einfach anders aufzustellen, ich sag mal, ein regionalerer Aspekt noch, jüngere Spieler, irgend sowas? Das liegt immer nahe, dann so eine Phrase rauszumachen, wir setzen mehr auf die Jugend oder wir setzen mehr auf das. Ich glaube, Jugend ist schon ein wichtiges Thema. Ich glaube, da steckt noch sehr viel Potenzial im auf die Kopf stellen und neu aufstellen, weil da ist im Moment einfach... Da steckt sehr viel Geld drin mit einem überschaubaren Ertrag. Das heißt jetzt aber nicht, dass dort ein schlechter Job gemacht wird. Ich sage einfach nur, da müssen wir einfach Strukturen verändern und verbessern. Ja. Damit da idealerweise natürlich auch von der Talentförderung, die wir machen, dann oben auch was ankommt. Das jetzt auf den Kader zu übertragen, dass man sagt, es kommen mehr jüngere Spieler oder wir streichen 2 Ausländerpositionen, um da 2 Nachwuchsspieler reinzubringen. Ich glaube, das ist nicht realistisch, zumindest nicht auf dem Niveau, auf dem wir spielen. Und das ist auch genau das, was man an anderen Standorten sieht, die auf diesem Level spielen. Ich möchte da keine Versprechungen machen. Das ist aber auch eher ein langfristiger Ansatz, den wir und diese Notwendigkeit besteht jetzt auch überhaupt nicht. Ja? Natürlich ist es das Ziel, hier einfach wieder Bamberger Talente irgendwo an den Profibereich heranzuführen, so wie wir es früher hatten. Es ist, glaube ich, auch die Sehnsucht hier an dem Standort, diesen, ich nenne ihn mal namentlich Carsten Tatter, hier wieder rauszubringen, der einfach hier aufgewachsen ist, durch alle Stationen gegangen ist und dann in der Profimannschaft angekommen ist, auch wenn er dann hier nicht mehr offensichtlich gern gesehen wurde. Aber wie gesagt, damals war ich nicht Geschäftsführer, das kann ich nur von außen beurteilen. Jetzt ist auf jeden Fall eine große Sehnsucht nach so einem Spieler da und es wäre natürlich schön, so jemanden wieder aufzubauen. Das muss auch unser oberstes Ziel sein, aber ich würde jetzt nicht alles darauf setzen und alle Kraft darauf verwenden, dass das auch wirklich passiert, weil wir sind hier ein kleiner Standort, also eine kleine Stadt, ein kleines Umfeld. Wir sind hier nicht eine Großstadt wie Berlin, aber es muss unser Ziel sein und das ist natürlich auch für mich das Wichtigste, dass da nicht nur externe Talente eingekauft werden, die dann hier ausgebildet werden und dann eventuell auch wieder fort sind, wie wir es jetzt in den jüngeren Monaten erlebt haben, sondern die dann wirklich hier auch aus der Region kommen. Bitte schön. Gottfried Oliver vom Bayerischen Rundfunk. Herr Stoschek, Sie haben ja nicht nur Bamberg sehr gefördert, sondern auch die Nachbarvereine in Bayreuth und in Würzburg unterstützt, natürlich nicht in diesem Rahmen. Wie wird da die Zukunft aussehen? Ja, der Unterschied zu Bamberg ist, wir sind in den erwähnten beiden anderen Städten ja nur als Sponsor tätig. Deswegen stellt sich dieses Strukturproblem nicht wie in Bamberg. Und wir wollen schon die beiden Vereine weiter mit unterstützen. Frage an den Oberbürgermeister. Wir haben schon jetzt mehrfach angesprochen, die Entscheidungen sind nicht erst gestern gefallen. Sie haben auch schon gesagt, Sie wollen Ihr Netzwerk sozusagen anzapfen. Tun das wahrscheinlich auch nicht erst seit gestern. Plump gefragt, ist noch nicht mehr bei rumgekommen als die 3 konkreten Interessenten oder woran liegt es, dass vielleicht in der Stadt und der Region immer noch eine gewisse Zurückhaltung herrscht, die vorhin auch angesprochen wurde mit dem Appell, sich doch vielleicht mehr zu engagieren von Herrn Stoschek? Der heutige Appell richtet sich zu einem Mal an potenzielle neue Gesellschafter. Das ist ja auch ein Angebot, das heute auch formuliert worden ist. Und ich hoffe, dass neben diesen 3 konkreten Personen, die bis jetzt benannt worden sind und mit denen konkret auch verhandelt wurde, dass sich aus diesem heutigen Termin heraus noch weitere Personen melden, die das Projekt mit unterstützen und mittragen wollen. Das ist eine, die gesellschaftsrechtliche Seite. Das andere ist natürlich auch die Frage des Sponsorings. Da hat Herr Stoschek, wie ich finde, völlig zu Recht darauf hingewiesen, dass sich so eine Mentalität breit gemacht hat. Ja, warum soll ich mich denn finanziell engagieren? Die Brose Unternehmensgruppe macht das schon. Und ich glaube, dieses Denken müssen wir verändern, dass das auf breitere Füße gestellt wird, dass wir zusätzliche Kräfte gewinnen wollen, auch durch den heutigen Appell. Deswegen ist das, was wir Ihnen heute als Botschaft vermitteln, in zweierlei Hinsicht gerichtet. Nur noch eine Verständnisfrage, diese 3 konkreten Interessenten wären dann auch alle gemeinsam sozusagen mit im Boot oder
sind das Konkurrenten sozusagen um eine Position oder Anteile? Nein, das Ziel ist es, eine Struktur aufzubauen aus mehreren Gesellschaften, die idealerweise auch gleichberechtigt als Gruppe agieren, um dann eben die Geschicke des Bamberger Basketballs in die richtige Richtung zu lenken. Also ein Kollektiv wird gesucht. Der Kollege Fünkele. Herr Höhne, jetzt haben Sie den Herrn Thaler angesprochen, der sich noch in seinem Auslandssemester in Bamberg, in Bonn befindet momentan. Aber es ist, glaube ich, relativ kein Geheimnis, dass er zurück nach Bamberg möchte. Zumindest persönlich erstmal. Gab es da schon Gespräche, ihn in die Zukunft des Bamberger Basketballs einzubinden? Ich weiß nur, dass Carsten Tatter hier in der Nähe ein Haus baut, dass sein Sohn hier zur Schule geht. Und das ist alles, weil Carsten Tatter spielt im Moment eine hervorragende Saison. Er hat auch einen gewissen Marktwert. Er ist Kapitän einer extrem erfolgreichen Bonner Mannschaft. Und sagen wir so, er ist ein Tick jünger als ich. Er fühlt sich offensichtlich noch bombenfit. Es wäre jetzt auch komisch, wenn er da nicht gute Angebote annimmt, weil er einfach, wie gesagt, noch spielen kann. Ja? Und auch auf einem sehr hohen Niveau spielen kann. Da muss man einfach gucken, was der Markt hier gibt. Da redet auch sein Agent mit. Er hat auch in der Vergangenheit mitgesprochen. Ich meine, das ist, glaube ich, schon, es gab schon in der Vergangenheit Gespräche natürlich, aber ich glaube, das ist sowohl für ihn als auch für uns jetzt noch zu früh, um da irgendwas Konkretes zu sagen. Ich glaube, der muss auch selbst ein bisschen schauen, wo die Reise für ihn auch hingeht. Also wie gesagt, letztes Jahr hätten wir ihn, glaube ich, schon auch gerne geholt, allerdings war er für uns einfach finanziell nicht darstellbar. Aber er beweist es auch, was er wert ist. Also ich ziehe da mal den Hut vor dem, was er leistet in Bonn. Herr Stoschek, ist das Thema Basketball für Sie zum 1.7. erledigt oder werden Sie dem Bamberger Basketball in irgendeiner Form verbunden bleiben? Also ich habe vorher noch erklärt, dass wir zwar nicht mehr als Gesellschaft, aber weiter als wesentlicher Sponsor erhalten bleiben. Da macht es ja wohl keinen Sinn, dass man dem Sport nicht verbunden bleibt. Ich verstehe die Frage nicht. Weitere Fragen? Herr Gloser, eine letzte noch. Eine Abschlussfrage. Geht noch eine? Ja, sonst will keiner mehr. Geht noch eine? Da hinten. Matthias Steger, Radio Bamberg. Vielen Dank für die Vorstellung. Erstmal persönlich, Herr Stoschek, und an all Ihre Kollegen und Kolleginnen erstmal herzlichen Dank, weil ohne Sie wären einige unvergessliche Abende in den letzten 15, 18 Jahren definitiv auch für mich persönlich nicht möglich gewesen. Ich steige mal mit der negativen Frage ein. Was sind denn Ihrer Meinung nach dieser ganzen Erfolgsstory, die ja beispielsweise fast mit dem Neubau einer neuen Halle irgendwo geendet wäre und vielen, vielen Meisterschaften versehen war, die größten Fehler gewesen in den letzten 5, 6 Jahren, die gemacht wurden? Und ich möchte es beenden mit einer positiven Frage. Was war für Sie persönlich, wenn Sie sich mal zurückerinnern, das absolute Highlight des Bamberger Basketballs, während Sie das Ganze ja so fleißig unterstützt haben? Ich habe zu Weihnachten mit Casey Jacobson wieder Kontakt gehabt. Wir haben immer eine ganz lose Verbindung. Und bei der Gelegenheit habe ich nochmal mich erinnern können, wir haben mit ihm zusammen 5 Meisterschaften in Folge gewonnen. Das ist einfach unglaublich. Das war halt eine, ich habe es ja vorhin schon gesagt, Konstellation. Trainer, Sportdirektor, tolle Spieler gefunden, die zum Teil relativ unbekannt waren und sich entwickelt haben bei uns zu einer wahnsinnigen Performance. Und gleichzeitig natürlich unsere Wettbewerber nicht so stark wie heute. Es sind ja 2 Dinge passiert. Wir sind schwächer und die anderen sind besser geworden. Und sowas passiert halt im Sport. Und jetzt müssen wir sehen, dass wir wieder Anschluss finden und ich sage mindestens auf dem Level unseres Etats spielen. Und deswegen also ist für mich Playoff-Pflicht, ne? Ist ja klar, wie die Jahre vorher auch schon. Und wie war doch mal die Frage? Was so die größten Fehler der 5,
sechs so, ja. letzten Jahre? Ja gut, ich habe vorhin gesagt, ein Coach, ein Sportdirektor, sehr, sehr gute Spieler, das hat eben alles zusammengepasst in dieser idealen Konstellation. Die haben wir so nicht mehr, so glücklich in dieser Kombination nicht mehr hinbekommen. Und Sie haben es ja miterlebt, wie Trainern wir es versucht haben und ständig neuen Spielern versucht haben. Und so weiter. Und wie gesagt, und die anderen zum Teil sehr, sehr stark. München und Berlin haben natürlich eine tolle Entwicklung genommen. Und ja, dann bist du halt in dem Sport relativ schnell durchgereicht nach hinten. Andererseits, wenn ich mir heute die Tabelle angucke, das liegt alles so nah beieinander, dass man mit 2, 3 Siegen ist man sofort wieder dabei. Und aber die Spitze, muss man ganz klar sagen, ist für eine Stadt wie Bamberg eben einfach ehrlicherweise nicht darstellbar. Ich meine, mit Berlin und München haben wir zwei Großstädte mit einer ganz anderen Infrastruktur und Potenzial im Hintergrund. Ich kann Bamberg ernsthaft nicht auf Dauer sagen, wir wollen gegen diese beiden großen Städte mithalten können. Das geht einfach nicht. Aber entscheidend ist, dass wir wieder einen Platz finden, wo wir eben, Oldenburg ist für mich immer ein schönes Beispiel eigentlich. Ne? Die sind seit so vielen Jahren, letztes Jahr waren es mal ein bisschen schwach, aber sind die eigentlich immer unter den letzten Vieren. Aber die haben halt eine unglaubliche Konstanz auch in der Führung. Und ich bin kein Basketball-Experte, das würde ich gerne einräumen. Deswegen hoffe ich jetzt, dass die neuen Gesellschafter deutlich mehr vom Basketball verstehen, weil die Entscheidungen, die natürlich vom Geschäftsführer oder vom Trainer oder die Vorschläge, die gemacht werden zur Zusammensetzung des Teams, das müssen natürlich durch ein Aufsichtsgremium mit so viel Kompetenz auch beurteilt werden können, was ich nicht leisten kann. Dann jetzt noch das Positive hinten raus. Ja, das war eigentlich das, oh, warte, warte, schon. Das persönliche Highlight. Okay. Das war die Phase. Kurze Nachfrage noch, wie geht es denn eigentlich grundsätzlich mit der Brose Arena weiter? Sie meinen das Naming Right? Das steht, wenn ich es richtig im Kopf habe, Ende März zur Entscheidung an, ob das verlängert wird oder nicht. Ich glaube, immer für 24 Monate. Ist die Phase und ich will mal so sagen, da gibt es keine Entscheidung bis heute. Ich sehe es eigentlich umgekehrt positiv, wenn wir jemanden finden, der sich für den Bamberger Basketball mit den, wie ich nochmal sagen muss, wirklich sehr, sehr guten Voraussetzungen. Ja, das ist wirtschaftlich stabil, es ist sportlich auf einem guten Weg, es hat eine tolle Vergangenheit. Im Prinzip ist das doch jetzt eine Situation, wo sich eine Firma, die sich professionell im Sport engagieren will, eigentlich hier großartige Voraussetzungen hätte, hier einzusteigen. Und das könnte vielleicht auch die Halle mit einbeziehen. Verstehen Sie? Das wäre dann eine runde Sache. Und deswegen wollen wir abwarten, was sich bis dahin tut. Wie gesagt, erst im März muss es entschieden werden, aber vielleicht ist es ein Paket, was für einen neuen Investor interessant ist. Und dann würden wir sagen, okay, da wären wir bereit, das auch mit zu berücksichtigen. Dann spielen die Radio Bamberg Baskets in der Radio Bamberg Arena. Ich denke so eher an Michael Stoschek Arena. Was halten Sie davon? Nee. Ich bin zu alt und bin mich auch nicht da in Vordergrund drängen. Das vergessen Sie mal. Aber schmeichelhaft ist die Idee. Nee, überhaupt nicht. So, Herr Gloser, Abschlussfrage. Eine letzte von mir. 2 Jahre wird Bose weiterhin Hauptsponsor bleiben. Ist das so eine Art Überbrückungshilfe gedacht und ist danach auch damit Schluss, weil der Druck innerhalb des Unternehmens zu groß ist? Oder ist das jetzt halt einfach nur mal auf 2 Jahre ausgelegt und dann spricht nicht so viel dagegen, das auch noch fortzuführen? Sie haben die Frage selbst beantwortet am Schluss. Vielen Dank. Dann? Spricht nichts dagegen. Würde ich das als Schlusswort nehmen? Es sei denn, es gibt noch eine Frage. Wenn dem nicht der Fall ist, dann vielen Dank fürs Kommen. Vielen Dank Ihnen auf dem Podium. Und ja, wir sehen uns hoffentlich alle morgen Abend 20 Uhr in der Brose Arena gegen Anvil Wlodzlawek.
Bis dahin, gute Zeit. Ciao, servus. Ich meine, vielleicht darf ich doch ein Schlusswort. So aus. Ein schönes Schlusswort von mir ein gewesen. Ich wollte doch noch insofern an Sie sagen. Sie können natürlich den Bamberger Basketball sehr unterstützen durch eine Berichterstattung, die wirklich diese aktuelle Situation so darstellt, dass sportinteressierte Firmen, sagen wir, diese Gelegenheit nutzen, in einem solchen tollen Verein sich zu engagieren. Das ist natürlich schon, glaube ich, eine Thematik, die natürlich auch sehr damit zusammenhängt, wie Sie das Ganze jetzt nach draußen darstellen. Aber es ist für mich überhaupt kein Vergleich zu der Phase, die Sie vorhin angesprochen haben, vor war das 2-3 Jahren oder was, wo schon nicht auszuschließen war, dass die Gesellschaft illiquide wird und wir nicht bereit sind, das alles auszugleichen, was über das Sponsoring hinaus an erheblichen Finanzbedarf durch massive Managementfehler aufgetreten sind. Ich will jetzt nicht nochmal einen Finger in die Wunde halten, aber das war eine üble Phase. Und in der Situation kurzfristig auszusteigen, wäre für mich das Ende gewesen des Bamberger Basketballs. Jetzt haben wir eine ganz andere Situation. Und jetzt ist es wirklich interessant für jemanden, der sagt, ich engagiere mich für diesen Sport, er macht mir Spaß. Ich sehe die großartige Vergangenheit und wie ich sehe, eine stabile Finanzsituation. Jetzt sind wir auch sportlich auf einem guten Weg. Das ist eigentlich jetzt ein Moment, wo jemand sagt, da steige ich ein. Und das wäre meine Bitte, wenn Sie das in dieser Form auch den möglichen Interessenten, wir haben ja keine Werbeaktion oder was in der Beziehung gemacht. Das war immer ein bisschen so Zuruf von Ihnen, der Höhne mal mit dem und dem gesprochen. Aber im Prinzip ist auch der ganze nordbayerische Raum, wenn da ein Unternehmen sagt, wir wollen im Rahmen unserer Marketingmaßnahmen uns im Sport engagieren, dann ist Bamberger Basketball eigentlich für mich eine wirklich gute Möglichkeit, jetzt bei diesen Bedingungen einzusteigen. Also das wäre eigentlich meine Bitte, in diese Richtung Ihre Berichterstattung zugunsten der Zukunft des Bamberger Basketballs einzusetzen. So, damit ist die Hausaufgabe erteilt. Ja. Jetzt aber wirklich vielen herzlichen Dank. Bis demnächst. Ciao.